Guten Tag, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Clash of Clans auf dem Kanal von Mr. Rixto. Ja, viele werden jetzt einfach nur eingeschaltet haben, weil sie denken, ja, jetzt wird mal ein Dorf besucht, aber ja. Heute ist es soweit, ich bin RH9. Ich habe RH9 gerusht und jetzt werden wir gleich RH10 starten. Nee, das machen wir nicht, Leute. Ja, ich bin ein bisschen zu früh hochgegangen, seht ihr ja an den Mauern. Ansonsten, die Dev bin ich Max, außer halt dieser eine Tesla hier. Und, ja, das ist jetzt einfach mal das Thema von diesem Video. Und zwar haben wir jetzt hier einige Gebäude, was wir bauen können. Und das, ich würde sagen, das heben wir uns zum Schluss auf, denn das ist das Geilste, Alter. Das gibt's nicht. Ich freue mich so, Leute. So, Verteidigung. Wir haben neue Mauern, die kaufen wir uns gleich hier. Also es wird auf jeden Fall lustig. Wir werden dann auch nochmal einen Angriff machen, mal sehen, was ich für Gegner so finde in Meister 1. Ne, ich bin jetzt auch Rathaus 9, also... Oh, jetzt leckt's aber hier. Also wenn ich Sachen baue, leckt das ganz schön, sehe ich gerade, aber... Gut, ich baue ja nur Sachen, das ist ja eh nicht so interessant. Ich frag mich... Ah, jetzt sind sie fertig, so. Verteidigung, kaufen wir den hier noch. Dauert nur eine Minute, sehr gut. Das dauert alles etwas länger. Da kaufen wir uns noch die zusätzlichen Bomben. Das hier kaufen wir uns noch schön. Die kommen ja gleich nur neben das Rathaus. Ich habe mir so überlegt, dass ich diese Base auf jeden Fall behalten werde. Weil die ist echt geil. Die, also, ich kann hier mal ein paar Angriffe zeigen. Hier wollte ja auch jemand, dass ich einen teile. Lol. Also, da hat jemand wirklich verloren. Die können wir uns auch nachher nochmal angucken. Aber, oh Leute, ich habe Rathaus 9, ey. Na, aber nicht den kaufen. Nein. So, ein Tag. So. Als nächstes sehen wir hier einen X-Bogen. Und den kaufen wir auch sofort. Geil. So. Dann würde eigentlich nur noch die Bogey Queen fehlen. Und noch ein paar Teslen und der ganze Kram. Hier, das kaufen wir uns auch erstmal. Hier steht, ist jetzt alles ein bisschen verrückt. Ich würde sagen, wir bessern die Mauern auch so weit wie möglich auf. Das wäre erstmal sehr gut. So. Wunderschön. Und jetzt werden wir Folgendes tun. Die Bogey Queen. Yeah, Leute! So, auf Level 2 kostet sie nur 12 Stunden. Das werde ich auch gleich machen. Ich habe ja fast genug Alex. Und ich würde sagen, wir sind jetzt RH9. So, X-Bogen dauert noch 6 Tage. Ihr seht, ich habe nur noch 31 Gems, 51. Und in 31 Minuten ist mein Schild vorbei. Das werden wir aber jetzt schon unterbrechen und werden uns einen schönen Gegner suchen. Aber vorher werde ich erstmal die ganzen Bauarbeiter beschäftigen, weil ich habe einfach genug Gold, das muss jetzt einfach sein. So, ich hätte mir so gedacht, der X-Bogen kommt hier noch irgendwie rein, dass ich den hier noch irgendwie unterbringe oder hier, weiß ich nicht genau, wie ich das machen werde. Auf jeden Fall sind wir jetzt RH9, wir finden jetzt stärkere Gegner, wir haben hier endlich die Bogey Queen. Oh. Komm, wir legen sie erstmal schlafen. Ach, die muss jetzt, konnten wir die nicht einfach mal schlafen legen oder so? Ach, bewachen. Okay, gut Leute, was bauen wir denn noch Schönes? Verteidigung, hier nochmal einen Magierturm hin, neben die Queen und jetzt sieht das hier schon ganz schön vollgestellt aus, muss ich sagen. Oh, ist das schön, oh, du bist so geil. Gut, was kaufen wir noch? Einen Luftflieger, den kaufen wir nicht, wir kaufen erstmal die Luftabwehr, die ist jetzt erstmal wichtiger. Und nun hätten wir eigentlich schon alle Bauarbeit beschäftigt für mindestens einen Tag, ne, beziehungsweise 11 Stunden, der hier dauert eine 11 Stunden, der Magierturm. Und, ah scheiße, jetzt habe ich vergessen, die Mauern zu leveln. Naja, gut, okay. Ich würde sagen, wir suchen jetzt einfach mal einen Gegner, wo wir uns noch ein bisschen Dunkles und so holen können. Und ich werde auch versuchen, in Champion zu kommen. Mit der Boogie Queen haben wir jetzt natürlich eine größere Chance, ihn zu 100% zu schaffen. Und ihr seht, mein erster Gegner ist eine RH10. Also ich denke mal, das ist jetzt wirklich so, dass wir wahrscheinlich nicht mehr so viele RH8er finden. Weil wir ganz einfach, ja, jetzt stärker sind. Das ist eben so. Und ich hätte meinen Alex ausgeben können, sehe ich. Naja, okay. Das habe ich jetzt komplett vergessen, aber gut. Ich suche uns erstmal einen schönen Gegner. Wir sehen uns gleich, Leute. Und ja, wenn wir einen passenden Gegner gefunden haben, greifen wir den noch an. Jo, bis dann. So, Leute, ich würde sagen, wir haben unseren Gegner gefunden. Ja, sollen wir den nehmen?
Ach kommt. Wir probieren den einfach mal. Wir haben ja jetzt etwas mehr zum Angreifen. Ich hoffe mal, der hat nichts in der Klarburg. Ich halte hier schon mal den Spell bereit. Nee, hat er nicht. Gut. So, dann kommt her, Freunde. So, jetzt hier. Ach doch, geht doch nicht da dran. Ja, da sollt ihr dran gehen. Perfekt. Nein! Nee, die haben jetzt genau dahin geschossen, wo... Nee, doch nicht. Gut. Ich habe mich versehen. Über... So, wir haben ja jetzt noch die Queen, die mit reingeht. Deswegen haben wir etwas mehr Spielraum. Ich muss mal gucken, was in der Klammburg hab. Ich hoffe mal keinen Drachen. Das wäre sehr fatal. Okay, ein paar Magier. Einen hatte ich drinne, toll. So, wo geht ihr hin? Die gehen dorthin. Also ist die Gefahr noch relativ groß, dass die da rausgehen. Okay, nee, komm. So. So, bitte, geh jetzt einfach nicht raus und... Nein, nicht dahin. Ja, der geht dahin. Perfekt. Die Queen nehmen wir auch mit. Und jetzt geht's aufs Maul hier. So, die Magier bekommen auch nochmal einen Boost. Das ist sehr gut. Also die Queen, die ist schon mega geil. Alter, die holt sich jedoch alles. Junge, ist das nice. Alter! Lol. Die hat noch kein bisschen Schaden. Weil alles einfach mal auf den Barbar King geht. Nice, Leute. Also das ist wirklich Hammer. Hammer, Leute. Echt geil. Ich muss jetzt nur noch sehen, dass der Tesla... Oh, oh, den King müssen wir aber mal zünden. Alter, die Queen holt sich hier doch alles. Oh, jetzt geht die Kanone drauf. Nee, doch nicht, doch nicht. Ich hab Glück gehabt. Können wir auch nochmal beides boosten. Ja, der King... Okay, der King ist verloren. Die Queen bekommt nochmal ein bisschen hier ab vom Magierturm, aber den tötet sie jetzt auch. Okay, nee, wir schaffen das nicht mehr. Ich gebe jetzt an dieser Stelle auf. 5 Pokale, ein relativ akzeptables Loot und wir können die Queen auf 2 starten und das hat sich, denke ich mal, gelohnt. Das muss jetzt einfach mal sein. So, ja, die Elix-Lager sind mal wieder voll und ich habe mich jetzt gewundert, wieso können wir das lagern? So, Queen würde ich ganz gerne auf 2 verbessern, muss aber noch ein bisschen warten, denn ja, ich wollte ja eigentlich sowieso nochmal das Labor verbessern und alles. Hallo YouTube! So, dann würde ich sagen, wir bilden einfach nochmal Go Wipe aus. Das ist einfach die andere Strategie. Ich werde jetzt, wahrscheinlich werdet ihr euch fragen, was ich als erstes machen werde. Das ist relativ einfach. Ich habe mir vorgenommen, nicht als erstes Bogies zu machen, sondern... die Drachen. Und das ist... Naja, es ist eine Entscheidung, die vielleicht nicht so gut ist, denn Bogies sind schon relativ wichtig. Aber... ja, ich will es einfach mal probieren. Sagen wir so, Leute. Nee, das ist vielleicht keine gute, so gute Idee. Ich will nämlich, dass ich schnellstmöglich wieder angreifen kann. So. Ja, wie geht's euch denn, Leute? Den Kopf werden wir nochmal anfordern. So, hier, ja, Iwat. So. Und jetzt möchte ich ganz gerne nochmal meinen Rusher-Account zeigen. Oh, ihr seht, ich bin Level 90. Und mein Spendenverhältnis ist komplett im Arsch. Und zwar, wo ist er denn? Der TH-Jumper. Da ist er. Das ist mein zweiter Account. Besser gesagt, mein dritter Account. Und, ja, das ist ein gerushtes RH9. Nicht ich bin ein gerushtes RH9. Oh, danke, was hat er uns denn gegeben? Müssen wir gleich mal nachgucken. Timmy ist auch einer, der hier... Oh, meine Sammler sind voll, sehe ich gerade, oder? Ja, ich muss so bald mal wieder online gehen. Ihr seht, Barbarenkönig habe ich schon auf Level 3, aber ich habe noch keine Bogey Queen. Also, ist ein sehr guter Account, muss ich echt sagen. Okay, wir gucken einfach mal sowas drin. Ich glaube, Drache... Lol. Meine Truppen... sind weg. Hä? TF? Lol! Hier steht doch... Ich hab doch gerade angefordert, wieso... Okay, okay, egal, egal. Das hatte ich schon mal... Naja, gut. Ich würde sagen, in 12 Stunden, das wäre dann... Warte, ich muss kurz auf ein Handy gucken. Das wäre dann um 12 Uhr nachts. Ja, da komme ich auch nochmal in COC online. Werde ich dann wahrscheinlich die Queen schon auf 2 starten und ja, und die Mauer ein bisschen leveln. So, was können wir denn hier? Ach ja, ich muss ja das Labor auch verbessern. Naja, das werden wir alles in einer der nächsten Folgen machen. Ich würde sagen, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute, und ja.
Danke fürs Zusehen und ciao.